Herzlich willkommen zu Finance TV. Am 1. November übernimmt Christine Lagarde als EZB-Chefin. Ihre Entscheidungen werden dann den Kapitalmarkt und damit auch die Arbeit von CFOs und Treasurern maßgeblich beeinflussen. Was von ihr zu erwarten ist, darüber spreche ich heute mit Dr. Jürgen Michels, Chefvolkswirt der Bayern LB. Schön, dass Sie zu uns gekommen sind. Hallo. Herr Michels, unter Mario Draghi hat die EZB diverse geldpolitische Lockerungen vorgenommen, einige auch durchaus heftig umstritten. Jetzt könnte ja dieser personelle Wechsel ein Anlass sein, zu sagen, man nimmt sich diese Herangehensweisen grundsätzlich mal vor, überdenkt sie, weicht vielleicht auch ab. Wird es dazu kommen? Also es ist sicherlich eine Phase, wo ein Wechsel stattfindet an der Spitze, dass man auch die gesamte Struktur nochmal überdenkt. Aber man darf nicht sagen, die EZB war nur Mario Draghi, sondern wir haben ja hier wirklich den ganzen Rat, der dahinter steht. Und da haben wir weiterhin die Mehrheit, die für eine super lockere Geldpolitik aufgestellt ist. Und das wird sich auch mit Madame Lagarde so schnell nicht verändern. Man darf allerdings nicht unterschätzen, dass mit der Zeit natürlich der Notenbankchef oder die Chefin eine andere Struktur in der Zentralbank selber installieren kann, was die Personen angeht. Und da ist durchaus drin, dass wir mittelfristig eine andere Ausrichtung bekommen. Aber wie es momentan ausschaut und was Frau Lagarde vorher gesagt hat, ist nicht damit zu rechnen, dass wir eine grundsätzlich andere Politik sehen werden. Jetzt haben wir ja schon seit vielen Jahren eine ausgesprochene Niedrigzinsphase. Viele Finanzverantwortliche, gerade in den Unternehmen, warten auf die Zinswende. Was für Perspektiven sehen Sie da? Da können wir doch ziemlich lange warten. Wir haben ein Umfeld, das haben wir jetzt gerade im Sommer gesehen, wo die Zentralbanken, nicht nur die EZB, sondern auch die US-Notenbank sehr aggressiv, muss man sagen, auch im Umfeld, was wirtschaftlich noch gar nicht so schlecht war, vorgegangen sind. Wir werden also nochmal weitere Zinssenkungen bekommen. Wir gehen davon aus, dass die EZB auch unter der Führung von Frau Lagarde nochmal die Zinsen senken wird auf minus 0,75. Und da werden wir dann wohl lange bleiben, weil die Wirtschaft sich zwar erholen wird, aber es wird nicht so stark sein, dass es das Umfeld ermöglichen wird, jetzt da rauszukommen. Das heißt, für die nächsten 5 Jahre sehen wir, dass die Zinsen zumindest am kurzen Ende auf den jetzigen sogar noch niedrigeren Niveaus bleiben werden. Das wird viele, die das hören, sicherlich nicht erfreuen. Schauen wir mal auf die einzelnen Herangehensweisen der EZB in den vergangenen Jahren. Es gab wiederholt Anleihekäufe, die auch intern durchaus zu Kontroversen geführt haben. Es gibt ja inzwischen sogar ein noch weitergehendes Szenario. Manche vermuten, dass die EZB unter Christine Lagarde auch Aktien kaufen könnte. Können Sie sich das vorstellen? Das können wir uns sehr gut vorstellen. Wir haben jetzt gehört, die EZB wird 20 Milliarden pro Monat kaufen und das bis kurz davor, wo sie die Zinsen anhebt. Das wird aus unserer Sicht bis Mitte 2024 der Fall sein. Und bis dahin werden wir einfach nicht genügend Staatstitel haben, um das Ganze aufzufüllen. Jetzt haben wir auf der Oktobersitzung gehört von Herrn Draghi, auf seiner letzten Sitzung, dass man jetzt wieder Einigkeit hat und auch keine Knappheit an solchen Staatstiteln, gerade aus Deutschland. Aber wir gehen davon aus, dass diese Knappheit irgendwann über die Zeit kommen wird. Und dann wird man einmal beginnen, an den Staatstiteln was zu machen. Aber man wird auch beginnen, nochmal die Kaufprogramme auf andere Assetklassen auszuweiten. Und das können wir uns schon für Ende 2020 vorstellen, dass die EZB beginnt, Aktien zu kaufen mit breiten Indizes. Jetzt haben ja diese Entscheidungen auch innerhalb der EZB zuletzt zu Verwerfungen geführt. Sabine Lautenschläger hat angekündigt, aus dem EZB-Direktorium zurücktreten zu wollen. Viele Konflikte über beispielsweise die Anleihekaufprogramme. Wie stark beeinflussen diese internen Querelen jetzt den Amtsantritt von Frau Lagarde? Herr Draghi hat jetzt versucht, noch in seiner letzten Sitzung noch ein bisschen die Einigkeit noch mal hervorzuheben und dass man sich auf alles jetzt wieder mehr oder weniger schwerpunktmäßig geeinigt hat. Es wird aber schwierig sein, diesen Haufen, sage ich jetzt mal, zusammenzuhalten. Und ich denke, da hat Frau Lagarde ganz gute kommunikative Tätigkeiten. Herr Draghi, ob es Whatever It Takes war oder andere Geschichten, ist auch jetzt einfach mal vorgeprescht, hat Fakten geschaffen und damit auch viele im Rat frustriert. Und ich glaube, Frau Lagarde hat da eher einen einbindenderen Stil, dass wir da auch wieder, ich glaube, mit einer größeren Einigkeit im EZB-Rat rechnen können. Viele sind ja auch gespannt, ob sie vielleicht die größere Nähe sucht oder den engeren Austausch mit den Finanzpolitikern auf staatlicher Seite, weil sie eben diesen Politikerhintergrund hat. Was trauen Sie ihr dazu? Ich glaube, sie wird die Unabhängigkeit der Zentralbank wahren, also an der Stelle sicherlich nicht sich noch stärker zum Vasallen der Finanzpolitiker machen zu lassen. Aber man wird dort versuchen, nicht nur mit dem letzten Statement in der Presse veröffentlicht zu sagen, bitte Finanzpolitiker, macht was, sondern sie wird wahrscheinlich versuchen, dass die Finanzpolitiker auch auf fiskalischen Maßnahmen versuchen, diese Geldpolitik zu unterstützen. Und da traue ich ihr durchaus einiges zu, weil sie einfach eine geschickte Diplomatin auch ist. Was glauben Sie denn, ist die größte Herausforderung, mit der Sie wird kämpfen müssen in den kommenden Jahren?
Irgendwann steht die Normalisierung der Geldpolitik an. Und das wird sicherlich ein ganz schwieriges Unterfangen sein. Und das andere, was wir sehen, ist, dass diese Niedrigzinsen, Negativzinsen, die wir jetzt haben, immer mehr negative Auswirkungen haben werden. Das sieht man bei den Pensionskassen, das sieht man aber auch bei Unternehmen, wo dann die Pensionsrückstellungen nach oben gehen. Wir sehen es im Bankenbereich. Und da kommen jetzt immer mehr diese Negativeffekte rein. Und das wird eine ganz, ganz schwierige Balance sein zwischen dem, ich will monetär unterstützen und die Maßnahmen, die ich ergreife, bewirken eigentlich das Gegenteil. Und da, glaube ich, wird es ganz schwierig sein, das hinzubekommen und irgendwann dann auch zu einer Normalisierung zu kommen. Das heißt im Prinzip schon auch negative Effekte. Zugleich hat man ja diese Sorge um Zombie-Unternehmen, die nur noch durch diese günstige Liquidität am Leben gehalten werden. Wie stark, glauben Sie, hat sie da Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen? Also kurzfristig wird es schwierig sein, den Schalter umzulegen, weil all das, was wir jetzt haben, dieses süße Gift, da haben wir uns alle dran gewöhnt. Und das jetzt einmal von 1 auf 0 runterzusetzen, wird zu ziemlich großen Verwerfungen führen. Das heißt, man muss das in kleinen Portionen runterführen, so eine Art Methadon-Programm einführen. Und das wird halt einfach eine Zeit lang dauern. Ich muss das aber irgendwann adressieren, weil ansonsten bekomme ich immer mehr Verwerfungen rein. Und wir sehen es auf der Unternehmen, Zombie-Unternehmen haben Sie erwähnt, was zu Problemen werden kann. Wir haben aber auch die Sparer, die sich immer mehr Gedanken machen, was habe ich denn in der Zukunft dann wirklich von meinen Ersparnissen? Und wenn das weniger wird, beginne ich jetzt mehr zu sparen und dementsprechend werde ich weniger konsumieren. Die Konjunktur geht nach unten und das ist ein bisschen ein Teufelskreislauf, in den wir jetzt reinlaufen könnten. Sie sagten gerade schon, Madame Lagarde ist ein anderer Typ als Draghi, kommunikativer, diplomatisch sehr geschult. Was glauben Sie, wo, in welchen Bereichen wird sie diese Stärken ausspielen können und wo wird sie sich vielleicht schwerer tun, als Draghi es getan hat? Also ich denke, sie wird sich relativ gut oder besser eingeben, was auch die Verkauf der Politik in Deutschland zum Beispiel, wo die EZB ja sehr kritisch gesehen wird, angeht. Also da, glaube ich, wird sie versuchen, Punkte zu sammeln. Schwerer tun wird sie sich einfach damit, dass sie keine Zentralbankerin ist. Also viele der eigentlichen Themen sind neu für sie und da, glaube ich, kommen ziemliche Herausforderungen auf sie zu. Da wird sie aber höchstwahrscheinlich versuchen, dann auf den Rat dann auch zurückzugreifen und ich denke, Philip Lane als Chief Economist wird hier sicherlich eine noch stärkere Rolle bekommen, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Ich würde gerne mit Ihnen zum Abschluss unsere drei Fragen machen, mit der Bitte um eine kurze Antwort, gerne ein Ja oder Nein. Frage 1. Wird Christine Lagarde am Inflationsziel von unter, aber nahe an 2% festhalten? Es wird weitestgehend bestätigt werden, aber es wird kleinere Anpassungen dieses Ziels geben. Nach unten? Nach unten wahrscheinlich, ja. Zweite Frage. Wird sich die Geldpolitik der EZB unter Lagarde wesentlich von der unter Draghi unterscheiden? Nein. Und dritte Frage. Finden Sie das gut? Es wäre schöner, wenn wir einen Wechsel bekommen würden, aber das ist momentan nicht machbar. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Einschätzung. Viele spannende Faktoren. Wir werden mal sehen, was die nächsten Monate und Jahre bringen. Das war Finance TV für heute. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.